And guys, I hope none of you get offended, okay? This is political cabaret, okay? It's meant to make you feel uneasy because what he's saying is the truth. All right. Stellen Sie mal vor, die jungen Israelis söhnen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen endgültig außen vor. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist, aus dem Kühlschrank, müssen die heute importieren. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. You know what time it is again. It's your boy Shay Shay, the one and only, and we are back here again today on this beautiful day. On this beautiful day, Guten Tag, wie geht's, ist Ihnen? Dankeschön, guys. Dankeschön. Thank you very much, guys, for joining me today. So, I've been checking out Volker Pispers, okay? To be honest here, when I first heard of him, I thought like he was like a stand-up comedian or at least like a German satire guy, and I was ready to be like, okay, listen to this, laugh, enjoy it. But to be honest here, this is some political cabaret, okay? This is some brutal thing. This guy just goes, take the truth, yeah? Instead of just like, you know, just laying in front of you, he takes it, slaps it in your face, boom. Listen, I was a bit uncomfortable, not gonna lie. Reacted to it, I was watching, I was like, jeez, the information is dropping like bombs, you know, some crazy stuff. And you guys said to me, Shady, we want more. So without saying too much, we're gonna jump on this right away and get this done. But before we start, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love, subscribe, and give me some love. Ich bin Shady Shade the Enziger. Guys, you know already. All right, so let's go. First of all, I'm just gonna smash like, and then okay, so this is part two. All right then, let's continue this. We can do it. Sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. So that's on Saddam Hussein. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. Drunter tun es die Intellektuellen bei uns ja nun gar nicht mehr. Unsere Intellektüllen messen alles in Hitler. Okay. Die Spiegel-Essays dürfen Sie auch nochmal nachlesen. 1991, Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehr schön sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Alright. Nun musste der neue Hitler wieder bekämpft werden. Die Amerikaner haben gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Die haben eine riesen Armee am Persischen Golf stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem sitzen die Amerikaner dort am Persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon Henry Kissinger, der alte Fuchs und Friedensnobelpreisträger? Yeah, that is true. That is true. That one I'm well aware of. Okay. And to be honest, the Americans always have very clever excuse as to why they're doing it. It's like, we're not doing it for us, we're doing it for you. But where the station? Right by the black gold. Right by the oil wells. Okay? Die haben eine riesen Armee am Persischen Golf stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem Papa Bush. Die Amerikaner dort am Persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon Henry Kissinger, der alte Fuchs und Friedensnobelpreisträger? Öl ist viel zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Blöderweise sind es aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind dummerweise gleichzeitig die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man ja mal fragen, was der Herrgott sich da wohl bei gedacht hat. Und what were the thoughts of the Lord? Why is it that these countries, where the Arabs are, that is where the oils are. What was the thoughts of the Lord? That's what he's saying. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln, ne? Where all the Muslims are, eh? Denn allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten in diesen Ländern ist der Affront für den gläubigen Moslem. Für den gläubigen Moslem ist das eine Gotteslästerung, ein Sakrileg. Durch die Anwesenheit ungläubiger Soldaten werden die heiligen Stätten entweiht. Das ist deren Glaube, das müssen sie einfach so akzeptieren. Das können sie ja komisch finden.
Bei uns findet man den Islam ja sehr gerne komisch. Da wird im Karneval Witze darüber gemacht, ne? Da tragen die Frauen Kopftücher, 72 Jungfrauen im Paradies für Märtyrer, ne? Was für eine alberne Religion. Ich weiß ja nicht, woran Sie so glauben. Stehen Sie auf Dreifaltigkeit oder auf Jungfräulichkeit? So Christianity is with Trinity, God the Father, Son, Holy Spirit. And then he's saying with Islam is the virginity because of the two virgins. Is that, that's what he's saying basically, isn't it? Gehen Sie da sonntags in den Tempel zur Copperfield Show? Ja, knabbern Sie am Leib Christi rum, meine ich. So that's the Holy Communion. He called it nibbling at the body of Christ. Fröhlichkeit. Gehen Sie da sonntags in den Tempel zur Copperfield Show? Ja, knabbern Sie am Leib Christi rum, meine ich. Merken Sie, es ist ziemlich leicht, Sie über Leute Religion lustig zu machen. Yes. Jeder hat das Recht, etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Mm-hmm. Agreed. Jeder hat das Recht, an etwas zu glauben. Wer da Recht hat, aus meiner Sicht, sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Aber auch das ist nur meine Meinung. I just should have said, yes, everyone has the right to believe in something. And he said, yes, yes, in his opinion, it's because you're lazy to think for yourself. Wow. I'm telling you, that's like slapping even me and you that are watching him, okay? Jeder hat das Recht, an etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Jeder hat das Recht, an etwas zu glauben. Wer da Recht hat, aus meiner Sicht, sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Aber auch das ist nur meine Meinung. Wer Recht hat, der weiß das schon. Das erfahren wir vielleicht irgendwann mal. Wenn ich Recht habe, erfahren wir es nicht. We'll never know about it. Aber is eines, right. That was good. Eines, das müssen Sie akzeptieren. Für den gläubigen Moslem ist die Anwesenheit der Amerikaner in diesen Ländern wie für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. What a comparison. Yo. Yo. Nah. This line was heavy. This was heavy. Even me, I felt it, you know what I mean? Yo, that's mad, you know? Is it true, though? So for a believing Muslim, the American presence in those countries... Für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. It's like for believing Catholic, the deployment of Taliban within the Vatican will be. Is it? Was haben die Amerikaner da verloren? Menschenrechte schützen. Exactly. Haben sie noch einen besseren Witz auf Lager? Was die amerikanische Regierung unter Menschenrechte versteht, das hat jetzt auch der letzte Araber kapiert, ne? Menschenintensivhaltung auf Guantanamo Bay. Menschen Gassi führen an Hundeleinen. Naja. Menschenrechte. Es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie doch endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Mit Blauhelmtruppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. He's hitting on Israel and Palestine as well. Yeah, because the excuses they give, it just doesn't make sense. First they say, okay, we're doing it for human rights here. But then why don't you do it in these other places and these other places? It just, I don't know, yo, this guy. Menschen Gassi führen, an Hundeleinen. Naja, Menschenrechte, es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie doch endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Mit Blauhelmtruppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. Die Profiteure des Konfliktes, die Extremisten auf beiden Seiten. Arafat und Sharon in eine Gummizelle. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Arafat ist... Yeah? So, Arafat, the president of Palestine, and Sharon of Israel, taking them together, so them to have a sit down and have a chat. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Bring the two leaders together. Aber... Frieden im Nahen Osten, das wäre doch der amerikanische Albtraum. Oh, stellen Sie mal vor, die jungen Israelis söhnen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen endgültig außen vor. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist, aus dem Kühlschrank, müssen die heute importieren.
Frieden im Nahen Osten wäre der Albtraum für die Amerikaner. Es geht doch nicht um die Menschenrechte. Es geht um die Ressourcen. Das wird doch jetzt so endlich offen gesagt. Es geht ums Öl, meine Damen und Herren. Endlich kommt die Wahrheit zutage. Deshalb muss doch die Bundeswehr umgebaut werden. Weil die NATO doch neue Aufgaben hat. Und da ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee natürlich ziemlich lästig. Wir sind ja eine reine Verteidigungsarmee. Grundgesetz, aber da steht da so ein Schwachsinn drin. Ne? Die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. So the Bundeswehr, that's a German police, that's a German police, that's a German soldier. Yeah, the German army, yeah? Just for defense did the military show up. Ist ja nie einer gekommen. All die Jahre nicht. Das Einzige, wofür unsere Panzer gut waren, waren Flurschäden in der Lüneburger Heide. Oh. Wir haben einsehen müssen nach 60 traurigen Jahren, keiner will mit uns deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Jetzt sollen die deutschen Soldaten wieder überall mitkämpfen dürfen. Peter Struck sagt heute, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Als der den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. Oh. So there's something wrong with this guy. So, the defense of Germany in the Hindu Kush, the German role in Afghanistan. Abstract, our security is being defended not only but also in the Hindu Kush, the German defense minister Peter Strzok declared on 11th March 2004. Even so, the federal government claimed for a long time that Germany was not at war. After the terrorist attacks on the World Trade Center in New York and the Pentagon in Washington on 11th September 2001, NATO declared for the first time since it was founded in 1949 that there was a state of defense against the aggression from Afghanistan. However, with just a few allies, the USA then went to war against the Al-Qaeda bases and the Taliban forces or the Taliban government in Afghanistan that supported them. Germany's involvement in wrestling down the Taliban regime was limited to a task force of just 100 soldiers. By the end of 2014, the military campaign Operation Enduring Freedom against Taliban formations and to track down the Al-Qaeda leadership was continued in the border area between Afghanistan and Pakistan. Okay, this guy is speaking some facts. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Als der den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. Die NATO hat eine neue Doktrin, da steht drin, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehrsoldaten, dürfen noch außerhalb des Bündnisgebietes, out of area, eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet erscheint. So from being a defense force, now they've been given permission to venture further across the border. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. What? Aus dem Volk ohne Raum wurde ein Volk ohne Ressourcen. Okay. Und der Volksmund spricht von unserem Öl. Aber was reden die Leute auf der Straße? Am Stammtisch. Unser Öl. Was tut der Araber denn damit? Der sitzt da ja bloß drauf. Unsere Wirtschaft braucht das. Unser Öl. Nach derselben Logik hätte der Hussein hier seine Tankstellen verteidigen kommen können. Ai. Okay, I'm gradually catching this guy's humor. Die USA haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal haben sie ihn vernichtend besiegt, weil er eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Wait, is he Hitler? Mr. What? Haben sie ihn vernichtend besiegt, weil er eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Aber beim Rest halten Sie doch einfach mal die Schnauze. Hussein! Hussein hat immer taktiert. Was geht nicht? Denken Sie zurück an den ersten Krieg gegen Hussein, 1990. Die Amerikaner haben die Riesenarmee stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombardement. Erstmal 4 Wochen lang Bombardement. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... That was cold. They can't build machines that can't ballots, which means when it goes to election, yeah, they rig it. Okay, they have problems in their elections. Yeah, they have excuses about how the ballots have been counted. But when it comes to making weaponry, equipment to surgically infiltrate and annihilate an enemy, they can't do that. But
to count common ballots. Oh, cold. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombardement. Erstmal 4 Wochen lang Bombardement. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... Oh, that was cold. Okay, okay, Bottas. Die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner... Wait, I missed that. Die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Civilian population. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner damals getroffen haben, ist im Nachhinein bekannt geworden. Die haben Tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Diese aufblasbaren, diese Beate-Use-Modelle. Oh. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt hatte Papa Bush die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Ja, es ging ja gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Bei der Panzerschlacht sind dann 14 oder 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Hm. Ist das eine Panzerschlacht? Bitte Sie, da ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. Okay, die Autobahn. In beiden Kriegen gegen Hussein zusammen sind weniger amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Oh, he's saying there's more war within America with casualties than the American soldiers died when they went to war in Iraq. Oh, less American soldiers died than people are being shot dead in the streets of Chicago each year. In other words, the real war is back in your house. Is that all right? Please do let me know if I'm wrong. Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die Hälfte ist in beiden Kriegen von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause, von Jungs aus Chicago. Ah! Killed by friendly cold. Fire, wie die Amerikaner sagen. Nennen Sie das wirklich einen Krieg? Wenn auf einer Seite 150 Menschen sterben, auf der anderen Seite 30.000, ist für Sie ein Krieg? So zynisch sind Sie? Ich nenne das eine Verprügelungsaktion. Mm. Diesmal haben die Amerikaner gar nicht mehr so getan, als wenn es ein Krieg wäre. Einfach reinmarschiert sind die mit den Panzern. Die sind mit ihrer kleinen Truppe so schnell auf Bagdad vorgerückt, das einzige Problem war die Betankung der Panzer. Die sind mit den Tanklastzügen nicht schnell genug hin und her gekommen. Die haben an ganz normalen irakischen Tankstellen Benzin gekauft. Das ist ein Krieg, wa? Stellen Sie mal vor, der Russe vor Köln muss nach Düsseldorf zurück zum Tanken. Oh no, imagine Russian before Cologne has to go back to Düsseldorf to pump some gas. Nimm dir doch Rubel. Nein, nichts Visa. Rubel, es ist Krieg. No, Visa. Rubel. Und 2 Mars. Womit hätte denn die großartige irakische Armee kämpfen sollen? Die irakische Armee verfügt über alte Panzer. Die können andere Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Das wussten die Amerikaner ganz genau. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer dahin gebracht. Die können andere Panzer auf 1500 Meter Entfernung zerstören. Satellitengestützte Navigation, Zielerfassung und Aufklärung. Da können sie dreimal raten, wer da gewinnt. Da können sie auch Vitali Klitschko auf einen 3-Jährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Nimm nicht in Acht. Yeah, I hope I'm not laughing at the wrong thing, you know. I don't laugh wrongly and people start getting offended, yeah. But see, what he's saying is right. Sending Klitschko to go find a 3-year-old and say, beware, that 3-year-old, he has a nice, you know, a mighty left hook. But that's a 3-year-old versus a Klitschko. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land war ja voller Massenvernichtungswaffen. Wo sind die eigentlich abgeblieben? Das fragt man sich ja auch. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt, kurz nach Kriegsende letztes Jahr. Der Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Oh! Oh, that's crazy. So they said he had weapons of mass destruction, WMD. And then Putin was like, well, if it was Americans, you'll have found some. But it's true, they went in, they didn't find anything. That was their excuse, but nothing was found.
Nothing was found. They just used that, infiltrated the place, went and did what they wanted to do, caused the havoc, caused the pain, the destruction, got what they wanted, and at the end of the day, there was no proof. They're like, it's done, it's done, it's already done, and they left. Oh my days, yo. We need Volker Pispers back, you know. Volker Pispers needs to come back. To be honest, yeah. Ooh. These truths that he's dropping, these nuggets are just so heavy, mate. So heavy. He's making so much sense. So much sense as to how the trickery and the deception of America, like he's talking about, escapes our radar. They do it right before our eyes. We're watching, seeing it, but the excuses they've given, we're like, yeah, they give excuses. They're saving the world. America the great is saving the world. But imagine, they could make mistakes as well. They could make mistakes as well. They're human beings, okay? They could be doing it for their own selfish goals. But yeah, man, this is crazy. Man like Mr. Volker Pispers, you need to come back and drop us something more. Even if you have to do it like on a live stream. Volker Pispers, come back, man. I'm sure there's so much in his head he wants to talk about. We are waiting to hear that, you know what I mean? But yeah, like I said, so far all these nuggets is dropped crazy. And guys, I hope none of you get offended, okay? This is political cabaret, okay? It's meant to make you feel uneasy because what he's saying is the truth. Alright. Anyway, do let me know what you think about this in the comment section. Also, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love. And yeah, Patrick coming. It's gonna be a piece out. I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me.